andere als Fließbandarbeit ist der Trikotflock für Zeugwart Enrico Heil vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Denn zum großen Abschied der Steinkohle in Deutschland läuft erstmals in der Geschichte der Bundesliga eine Mannschaft mit unterschiedlichem Druck auf der Brust auf. Gazprom hat auf die Werbung verzichtet und somit ermöglicht, dass die Namen ehemaliger Zechen morgen auf Schalkes Trikots zu lesen sind. Damit ist für Domenico Tedesco der Auftakt für einen besonderen Schalke-Moment geschaffen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, um den Spielern auch nahezubringen, was es hier bedeutet, was es hier für einen Tag ist, für die Region, für die Menschen. Und entsprechend wollen wir dann diese Energie und auch diese Emotionen, weil es wird hundertprozentig sehr emotional werden, auch auf den Platz zu bekommen. Wichtig wird es sein, dass die Mannschaft wie im letzten Spiel gegen Leverkusen funktioniert. Damals gewannen wir nach den Toren von Guido Burgstaller und Nabil Bentaleb nach einem Elfmeter mit 2:0 das Spiel am Rhein. Die Werkself rangiert ebenfalls nach einer mäßigen Saison 3 Punkte vor uns. Ein wichtiges Spiel also gegen eine nicht zu unterschätzende Mannschaft. Wenn man sich die Spiele anschaut, logisch sind wir in der Lage, in Bremen 6 Tore zu erzielen und auch Gladbach zu besiegen. Andererseits dann vielleicht in anderen Spielen auch irgendwo ein paar Problemchen zu bekommen. Aber ich glaube, das ist irgendwo normal. Vielleicht jetzt nicht in diesen Peaks. Aber grundsätzlich ist es eine Mannschaft, die an einem guten Tag schon sehr gefährlich sein kann. Ja.